Lady Gaga wird heute Abend hier sein, Justin Bieber und auch Bushido. Nachdem bekannt gegeben wurde, dass Bushido den Preis der Integration bekommt, ist eine regelrechte Protestwelle losgetreten worden. Und man sieht es, vor der Halle wird fleißig demonstriert. Kein Bambi für Gewalt! Kein Bambi für Gewalt? Ganz kurz, wer seid ihr und was habt ihr an Bushido und der Tatsache, dass er den Integrationspreis bekommt, auszusetzen? Wir sind der Verein Warmes Wiesbaden. Aus Mainz sind auch noch ein paar Leute da. Die Julis. Die Julis. Wir protestieren nicht gegen Bushido, wir protestieren gegen die Entscheidung der Jury, Bushido einen Preis zu verleihen. Wir haben die Texte hier, das ist das, was er singt und das ist diskriminierend, das ist menschenverachtend und dafür kann man keinen Preis verleihen. Und wir appellieren an die ethisch-moralische Verantwortung von Buddha. Jetzt habt ihr bei Facebook ja einen Aufruf gestartet und habt gesagt, kommt alle hierher, das lassen wir uns so nicht gefallen. Es sind ein paar zusammengekommen, aber es ist jetzt auch nicht so die große Protestwelle, die man vielleicht hätte erwarten können. Enttäuscht euch das? Wir hatten 24 Stunden. Wir haben gestern Abend damit angefangen. Es ist ein Wochentag, wir hatten keine Vorlaufzeit und es ist voll okay. Wir sind da und wir kriegen Aufmerksamkeit, ist gut. Unter uns, freut ihr euch trotzdem vielleicht auch mal Lady Gaga kurz auf dem roten Teppich gleich zu sehen? Wir sehen von hier, wo wir stehen dürfen, nichts. Kein Bambi für Gewalt. Wir dürfen nur hier stehen, wir dürfen nicht näher ran. Dann wünsche ich euch trotzdem einen schönen Abend und wir zeigen noch mal ein bisschen, was Bushido denn so singt. Wir sind eins. ARD.